Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen World of Tanks. Ja, und für den Kenner meines Kanals und den Kenner aller Beteiligten, wir sehen's, es ist wieder Hetzerzeit. Liegt tatsächlich so ein bisschen auch daran, dass ich leider nicht so richtig zum Aufnehmen komme zurzeit. Ich habe tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass mir Leben und Arbeit und Familie und so weiter, alles ein bisschen die Zeit frisst. Plus, es gibt gerade so viele geile Spiele, die ich gerne spielen möchte, dass einfach tatsächlich für World of Tanks gerade ein bisschen wenig Zeit da ist. Es tut mir echt leid. Ich versuche es trotzdem immer noch ein Replay hinzukriegen. Deswegen gibt es halt den Hetzer, der produziert immer relativ konstant und relativ schön kleine, aber feine Gefechte. Das ist an der Stelle auch wieder mal die Aufforderung, wenn ihr wollt, dass eure Replays vielleicht auch mal hier auftauchen. Schickt sie mir, lasst sie mir zukommen, schickt mir einen Link oder schickt mir die Replay-Dateien und ich gucke mir das an. Und wenn das geil ist, dann zeige ich es. Und ich kann euch sagen, die Konkurrenz auf meinem Kanal ist nicht sonderlich groß, das kann man durchaus machen. Wobei, wie gesagt, wer hat schon großes Interesse, dass ich jetzt seine Videos verwurste? Keine Frage. Es ist der Hetzer, es ist ein Stufe 5 Gefecht und wir sind in Ensk. Ich bin hier raus aufs Feld gefahren. Ich finde, für einen Tank des Destroyers ist das hier eine schöne Strecke. Wir fahren die Dirk-Kanone, alles so alles wie immer. Und ich kann euch sagen, das ist das Gefecht vom Weihnachtsmorgen. Ich habe am Weihnachtsmorgen genau ein Gefecht gemacht. Ich durfte 10:30 Uhr mal an den Rechner, dann habe ich eine Runde gefahren und dann ging es schon wieder los zu Gänsebraten und verlach mich tot. Das ist übrigens das Dilemma, in dem ich gerade zur Zeit die ganze Zeit stecke. Es ist halt tatsächlich einfach permanent irgendetwas. Und dann kommt halt wirklich noch die Konkurrenz der geilen Spiele dazu. Also ich hänge gerade unheimlich viel an Elex, weil es mir einfach fetzt. Crusader Kings beschäftigt mich nach wie vor. Ich habe schon wieder ein neues Projekt in der Warteschleife und so weiter. Ich kann hier gerade übrigens auch so viel erzählen, weil es passiert einfach gerade gar nichts. Wir hängen hier draußen rum, versuchen nicht entdeckt zu werden und kämpfen uns hier tatsächlich einfach einen ab. Ich habe schon festgestellt, dass jetzt bei einigen Replays der Ton nicht geht, was die Kommandotruppe ist. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also er redet gerade nicht mit mir. Muss ich mal rausfinden, ob diese Replays schon wieder veraltet sind. Ich habe ja öfter so, dass dann ein Patch kommt oder irgendwas und dann funktionieren so verschiedene Sachen nicht. Weil ich habe das Replay schon wieder eine ganze Weile liegen lassen, wie das immer so ist. Ja, ihr seht 6-6, wir haben noch nicht einen Schuss abgegeben. Wir hängen hier draußen auf dem Feld rum und es passiert eigentlich nichts Sinnvolles. Jetzt haben wir mal eine Matilda. Und da können wir mal drauf schießen. Eine Matilda ist eine Stufe 5 Geschichte mit richtig Panzerung und die platzt halt leider nicht. Aber die kommt bei uns nicht rein und wir können ja direkt noch eine geben. Ja, jetzt hat sie ein bisschen besser gezielt und jetzt schießt sie mir von rein, aber die nehme ich mit. So, das war die Matilda. Haha. Da gehst du hin. Da ist ein T1 Heavy, den haben wir aufgeklärt. Der macht sich gerade auf den Weg. Wir sind schon wieder aufgeklärt. Spottet wahrscheinlich beim T1 Heavy. Da ist ein STVZ-39. Das ist ein Tscheche, ist das. Und der legt sie mit unserer Su-85 an. Ich habe jetzt echt überlegt, ob ich da irgendwie zur Hilfe komme oder nicht. Weil sah ja ursprünglich nicht so gut aus. Aber so eine Su hat halt einfach eine große Kanone. Die geht sogar fürs Ramming und nimmt den STVZ mit. Und jetzt steht es 11-8 und wir haben genau einen Kill, 370 Schaden und ein bisschen Schaden abgewehrt und das war's. Ich weiß, ich zeige ja manchmal durchaus durchschnittliches Replay oder anderes Material. Das liegt, wie gesagt, an diesem Zeitproblem, weil ich möchte gerne jedes Wochenende was zeigen. Und es fällt gerade extrem schwer neben all den anderen Sachen. Aber ganz so scheiße werde ich euch jetzt hier nicht zeigen. Ganz so scheiße werde ich das jetzt nicht machen. Deswegen, da schau her, und da ist ein T28 F30 und T28er platzen immer so schön weg und da ist es Kill Nummer 2, 500 Schaden, sieht gut aus, da ist eine Arti und wenn wir einen Arti-Kill machen, dann muss das Replay auch auf den Kanal. Und da war die Grille defekt. Das war eine Stufe 5 Arti. Das heißt, wir haben ja schon 2 Kills auf 5er. Das finde ich ziemlich cool. Da hinten ist übrigens die andere Arti. Der schießt. Der trifft, aber ich treffe besser. Also er hat uns gerade eine ganz schöne Kelle gegeben. 137 Schaden. Aber Fakt ist halt, meine 350 Durchschnittsschaden schlagen das. Ja, und dann steht es 14-10 und wir haben auf einmal 4 Kills, sind knapp an 1000 Schaden ran. Und es ist noch ein T1 Heavy übrig, nochmal ein 5er. Gibt ja immer ein bisschen mehr Punkte, wenn man so auf 5er einprügelt als 4er. Deswegen mal gucken, ob wir auf den noch ein, zwei Schüsse kriegen. Fakt ist, mit unseren 17 Punkten, da brauchen wir uns eigentlich bloß noch schief angucken, dann sind wir raus aus dem Rennen.
Ja, der T-1-Heavy nimmt sich auch noch ein Lago mit, hat auch schon 3 Kills, ist nicht ganz unfähig, würde ich behaupten, aber weiß man manchmal nie, vielleicht ist er auch nur der Typ, der jetzt am Schluss die Kills noch abnimmt. Und er steht so, dass wir ihn sehen können. Er ignoriert uns, das ist schön, wir können auch im Auto-Aim bleiben, weil meine HE-Flinte ist das relativ Latte, ich muss einfach nur draufhalten. Und komm. Und dann nehme ich den Kill noch mit, dann waren es 5 Kills, es steht 15-11. Und 1243 Schaden, also war das dann doch noch eine ganz feine Geschichte. Und deswegen gucken wir uns natürlich hier nochmal die Auswertung an. Jo, und diese Auswertung, finde ich, kann sich durchaus sehen lassen. Wir haben hier ein überlegenes Abzeichen erster Klasse, ein paar kleine Medaillen, eine Pascucci-Medaille, das ist die, die ich immer mag, weil die gibt es für Artikills und ein Großkaliber. Ja, und dann haben wir hier auf einen Fünfer geschossen, Fünfer, Fünfer, also 3 Fünfer auch aus dem Spiel genommen. Das gibt durchaus Punkte, 3000 EP knapp, ist aber Tagessieg demnach doppelt und so weiter. 27.000 Credits. In der Teamauswertung, ganz klar, wir sind relativ weit vorne. Der M4 Sherman hier hat noch relativ gut mitgemacht. 1166 Schaden, gut dabei. Aber EP-mäßig ganz weit vorn. Also das war eigentlich eine ziemlich gelungene Runde. Beim Gegner war die Matilda schon das Beste, was er zu bieten hatte. Und ist dann uns einfach seitlich vor die Flinte gefahren, was jetzt nicht so sonderlich clever war. Also alles in allem schönes Gefecht. Ich weiß, es gibt viele Hetzer bei mir. Aber erstens, es geht schnell, zweitens, ich habe viel Spaß und drittens, ja, irgendwelchen Content muss ich ja bieten, was heißt muss, aber will ich gerne, ich möchte gerne zumindest am Wochenende so ein bisschen was zeigen können und das ist halt tatsächlich nicht ganz so einfach, wenn man relativ wenig Zeit zum Spielen hat. So ein Elex-Replay oder so ein Crusader Kings, ja, das spiele ich halt einfach. Und da fällt halt immer Footage raus. Also beim World of Tanks kann es halt durchaus passieren, dass man einfach 5, 6 Stunden fährt und die Teams sind scheiße und man selber ist manchmal auch ziemlich scheiße. Also ich bin ganz oft ziemlich scheiße. Und dann hat man einfach nichts, was man den Leuten irgendwie zeigen kann. Das ist durchaus ein Problem von Relevanz. Aber na gut, was will man machen? Ich für meinen Teil finde es gut. Also ihr seht übrigens hier 25.12. 10:50 Uhr. Danach ging es direkt zum Gänsebraten. Familienverpflichtungen überall. Macht es ein bisschen schwer. Also deswegen, schickt mir Replays. Freue ich mich drüber. Wenn nicht, schaut weiter her. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Und ja, das war es dann soweit hier von mir aus hier. Bis dahin. Ciao, ciao. Der Ära.